Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von The Sims 4 und es geht weiter und ihr seht, ich habe gerade noch mal ein blödes Event abgeschlossen, habe jetzt Meerjungfrauen-Outfit umgestylt, ich hoffe, das hat jetzt funktioniert und jetzt schwimmen wir endlich mal dahin, wo ich die ganze Zeit schon hinschwimmen wollte, in etwas tiefere Gewässer. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das so weit außen rumschwimmen muss. Hier ist auf jeden Fall die Tiefe. Das ist die grüne Boje. Wir brauchen die rote Boje. Da können nämlich auch Haie auftauchen. Hier Freitauchermesser. Oder so eine. Unterwasserkamera. Ne, Harpune machen wir nicht. Wir machen nichts tot. Mag ich nicht. Dann machen wir Unterwasseraufnahmen. Schauen wir mal, ob wir jetzt gleich wieder erfrieren. Ja, Vibe. Das ist genau das Outfit, was du eigentlich... Ich glaube, ich muss das mal bei Gelegenheit löschen. Was macht sie denn jetzt? Latschst du da hin oder was? Okay, wir verfolgen sie mal. Übrigens, wir haben jetzt Karriere Naturschutzreguliererin, weil das andere wäre Meeresbiologin gewesen, aber ich habe ja gesagt, ich möchte bei dem Let's Play die Insel retten und da stand dann da, man hätte mehr Einfluss. Und bei Meeresbiologe stand dann hauptsächlich was mit Meer da. Blablub. Man kann ja zur Not immer noch umschwenken, wenn wir das eine erledigt haben. Hier steht jetzt da, wurde befördert, ist jetzt Naturschutzreguliererin. An globalen Richtlinien arbeiten, Förderungen vorbereiten, Förderantrag einreichen und so weiter und so fort. Also schauen wir mal, ne? Wie gesagt, da haben wir wohl ein bisschen mehr Einfluss oder angeblich. Wir werden es sehen. Level 8 Logik. Level 2 Charisma, Förderungsdingsbums. Ja, das habe ich noch nicht gemacht. Okay. Aber auch nur deswegen habe ich das noch nicht gemacht, weil wir jetzt die ganze Zeit aufgehalten wurden und ich eigentlich schon 100 Millionen Parts mit euch zusammen das machen wollte, mit dem Tauchen und immer irgendeine Kacke dazwischen gekommen ist. So, und hier haben wir unsere Meerjungfrauengestalt. Und ich dachte, weil es ja, ich habe hier eine Meerjungfrau gesehen, die komplett schwarz ist. Mir dachte, ich mache eine mit so Silberfarben. Und dadurch, dass er mein Vampir war und so weiter, ne, passt das ja auch ganz gut. Ich finde, die sieht ganz hübsch aus so. Frisur habe ich hier gelassen. Allerdings ist ihr Hautton natürlich komplett anders. Und auch die, ich finde die Flosse so nice, die glitzert so schön. Ich habe Moni auch so eine Flosse gegeben. In Blau. Ich wollte es halt in Silber machen. Ich finde das schön. Ich finde das auch schön mit so, wenn es Mondlicht drauf scheint. Das sieht halt echt nice aus. Ja, wie gesagt, Meeresbiologe wäre auch interessant gewesen, aber ich dachte, wir probieren mal das aus. Leider verschwinden sie hier beim Tauchen. Was ist das? Ozeans. Ja, wir haben ja gesagt, wir machen Unterwasserbilder. Mal schauen. Ich frage mich, warum man 10 Früchte kriegt. Ob das einfach nur ist, damit man seine Kollegen dann auch nochmal in mehr Menschen verwandeln kann. Oder ob das einfach nur ist, weil das dann irgendwann verschwindet. Aber ich glaube nicht, dass es einfach wieder verschwindet. Ich habe es ja so ein bisschen mit so hellblau und so weiter gehalten. Ich sehe nur gerade, die Augenbrauen hat es wieder nicht angenommen. Da muss man so aufpassen, dass nämlich jetzt das Neue, dass das verlinkt sein kann. Und dann übernimmt es in beiden Formen. Oder man macht diese Verlinkung raus, dann wird es nur für eine Form übernommen. Also so kann man dann die Meerjungfrauengestalt separat bearbeiten. Um dann eben auch andere
Augenfarbe und so weiter und so fort zu nehmen. Und irgendwie ist das so ein bisschen buggy. Muss ich mal nachher gucken, wenn sie wieder auftaucht. Da ist sie ja wieder. Lass mal deine Augen angucken. Ah, nee. Okay, Moment. Das machen wir jetzt so. Dann kann ich euch das auch mal live zeigen. Hier habt ihr die neue Möglichkeit mit den Verlinken. Das müsst ihr rausmachen. Dann könnt ihr hier auch in den Meerjungfrauengestalt separat reingehen. Und von den Augen was anderes eingeben. Ich hatte eigentlich auch andere Ohren. Ich habe solche genommen gehabt. Beziehungsweise die. Auch wenn man das jetzt nicht so sieht. So. Von der Schminke, also das hat es alles übernommen, nur halt nicht die Variante mit den Augen. Das sind so Meerjungfrauenaugen. Ja, so sieht's aus. Wichtig, wie gesagt, immer diese Verlinkung raus, dann übernimmt es nicht für den beiden. So könnt ihr eure Meerjungfrau komplett anders machen, als so wie euer Sim aussieht. Also im Endeffekt könnt ihr die auch komplett ummalen mit der Körperfarbe, mit den Gesichtszügen, dass ihr hohe Wangenknochen dran packt oder riesige Ohren oder whatever. Das könnt ihr dann machen, wie ihr wollt. Ihr müsst nur eben aufpassen, dass die Verlinkung draußen ist, sonst ist euer Hauptsim auch so. Ich finde, das sieht echt nice aus so. Gefällt mir. Also ich mag das so in diesem hellen. Gefällt mir gut. Oha. Oha. Ich werde gestalkt. Oha, der sieht aber richtig angemöppt aus. Meeresbedrohung. Oha. Nein, nein, nein. Weder das eine noch das andere. Hier. Ich begeistere dich gleich mal für Umwelt. Hä? Also, ja, er ist wieder kalt. Ach, leck mich. Nein, wir wollen nicht nackt baden. Ja, tauch mal nach einem Schatz. Da habe ich ein Bild gemacht. Cool. Ja, wenigstens das Messer und den ganzen Käse nicht noch im Inventar. Das Zeug brauche ich eigentlich auch nicht. Ich habe auch wieder Geld. Es ist zwar für die, wenn man dann mal wieder unterwegs ist. Oh! Stinkt nochmal, ist nicht schön. Wenn man dann mal wieder da unterwegs ist in diesem Dingsbumsi, dann ist das vielleicht ja ganz interessant. Aber da kann man sich das auch zur Not neu kaufen. Das Coole ist, als Meerjungfrau braucht man keine Tauchausrüstung im Sinne von. Ja. Tauchanzug, blablub. Jetzt wollte ich die Möwen wegräumen. Ich dachte, das ist Dreck. Sorry, Möwen. Ich glaube, der meiste Dreck ist drüben beim Vulkan. Kann das sein? Magic, hast du wieder deine Sachen rumliegen lassen? Ja, das ist schön für die Bar, dass da Ritternacht ist, aber mal ganz ehrlich, ne? Bin ich bescheuert oder was? Ich hab doch jetzt hier keine Ritternacht. Was ist hier eigentlich alles? Ist auch nochmal ein Strand. Ich bin komplett verwirrt.
Schwimmen wir nach Hause, wir müssen diese Fondscheiße vorbereiten. Habe ich jetzt eigentlich irgendwas gefunden da unten? Ne. Wie schwimmst du denn? Du bist eine Meerjungfrau. Nichts als Sand, Sand und nochmal Sand. Mir schwimmt echt so Banane. Und jetzt rennt sie zu Fuß. Und da blüht's wie Sau auf meinem Boot. Mal da rein. Nein gehen. Und wenn sie halt wenigstens ihre normalen Klamotten anziehen würde, ne? Wenn sie schon angekommen ist zu Hause oder so. Sie mal schnell duschen. Ja, weil es ein Schmarrn ist, dass es so kalt auf der Insel anscheinend ist, dass hier die ganze Zeit den Arsch friert. Also selbst als Meerjungfrau bist du es eigentlich gewöhnt, wenn es kalt ist im Wasser oder so. Guck nicht so blöd und tipp an deinem PC. Was tut die denn? Macht die eigentlich irgendwas? Die schreibt mit Händen am Schoß. Die diktiert. Ja, bla bla bla. Oh, haben wir jetzt endlich mal. Nee, ist immer noch kalt. Winter ist aber fast vorbei. Kann man das eigentlich auch anders einstellen, dass die Tage länger sind oder so? Wenn es nach mir gehen würde, würde ich Winter komplett ausmachen. Dann würde ich nur bis Herbst. Herbst würde auch schon reichen. Muss ich mal gucken, ob das geht. Also bei den anderen Jahreszeiten ging das immer. Oh, das ist aber ein hübsches Bild, was du da gemacht hast. Das ist nur die Wand scheiße, dass ich das nicht. Häng mal da dran. Aha. Wie kann ich denn bitte ein normales Bild ins Instagram hochladen? Macht die eigentlich irgendwas, oder? Geht da irgendwas voran? Geister, was macht ihr hier schon wieder die ganze Zeit? Was ist denn das für eine Scheiße? Das geht ja überhaupt nicht voran. Also wenn das so lang braucht. Ich werde mal gucken, ob das. Aber die müsst ja da 6 Stunden bis zaubern. Hä, wird da überhaupt irgendwas mehr? Das sieht gar nicht so aus. Also manche Sachen haben sie schon echt übertrieben, ne?
Simstagram-Story hinzufügen. Liebes Simstagram. Ich habe total den blöden Scheiß-Kack-Beauftragungsmüll-Scheiß machen müssen. Funktioniert Folge 0. Ist voll annoying. Was passiert denn, wenn ich die freilasse? Ich probier's mal. Wahrscheinlich kacken sie mir jetzt gleich in den Pool. Ach, dann habe ich mal ausnahmsweise bin ich da nicht angegeistert. Wie sieht denn deine Laune aus? Außer mal wieder pinkeln. Ja, warte. Pinkeln. Ja. Was ist eigentlich Essen? Naja, oh wow, warte, nein. Das ist nicht Essen. Ist satt. Zuschüsse, bla bla bla, Bevölkerung weiter. Na, ich bin ja mal gespannt. Wahrscheinlich wäre Meeresbiologe interessanter gewesen. Vielleicht sollte ich auch mal einen anderen PC kaufen. Ich glaube, der ist im Arsch. Weil irgendwie, weiß ich nicht, die tippt nicht, die macht irgendwie gar nichts mit dem PC, ist einfach nur so gucken und zuschauen, wie es von alleine was macht. So, das ist dein Arbeitsort. Jibs! Pimbo Jibs! Ja. Alles klar bei dir, Junge. Gut. Also nachdem Kichi jetzt an einer Glatschi hat. Mal gesehen, du hast Tauschschlüssel, du Idiot. Du musst nicht klingeln. Shira geht jetzt mal in die Arbeit und ich verabschiede mich mit diesem Part. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Mit Daumen nach oben, netten Kommi, würde ich mich wieder sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal, sage ich wie immer. Ciao, ciao.